Fruitjes haben meine Frau Zara, ihr Bruder Patrick und ich gegründet. Wir machen gefriertrocknete Fruchtpulver. Das heisst, wir entzüchen der Frucht ihr Wasser und mahlen sie. Dabei brauchen wir gar keinen Zusatzstoff, keinen zugesetzten Zucker, gar nichts. Es ist einfach die reine Frucht. Und die Gefriertrocknung ist sehr ein schonendes Verfahren. Da bleiben die Vitamine und Nährstoffe erhalten, sodass man die gleichen Nährwerte wie bei frischer Frucht hat. Die Idee ist, dass man Früchte lang haltbar macht und saisonunabhängig zu jeder Zeit verfügbar hat. Unsere Vision ist, dass Fruitjes Fruchtpulver irgendwann einmal eine Selbstverständlichkeit wie Salz und Pfeffer ist und in jedem Kochschrank auffindbar ist. In Liechtenstein haben wir den Businessplan-Wettbewerb gewonnen, wir haben beim Ideakanal mitgemacht. Nachher sind wir dann den Weg ins Fernsehen gegangen. Wir sind bei «Die Höhle der Löwen» im deutschen Fernsehen gesehen. Galileo auf ProSieben hat über uns berichtet. Und in der Zwischenzeit machen wir sogar schon unsere ersten TV-Spots auf ProSieben. Fruitjes ist sehr vielseitig anwendbar. Man kann einfach das Fruitjes Fruchtpulver in einen Naturjoghurt reinrühren, am Morgen ins Müsli geben, man kann Smoothies damit aufwerten, Milchshakes kann man machen, man kann es aber auch für Dessert oder auch zum Backen und Kochen verwenden. Also man sieht, überall wo eine frische Frucht gut schmeckt, schmeckt auch Fruitjes Fruchtpulver gut.